Hi, ich bin Iris und heute gibt es meine angefangenen Buchreihen im Jahr 2017 und das ist das letzte Video, bevor meine Highlights und Lowlights endlich gedreht werden können. Und ja, ich würde sagen, wir starten gleich mal mit den letzten, ich glaube, 20 Buchreihen, die ich angefangen habe und diesmal mache ich es viel, viel schneller, denn ich zeige euch stellvertretend ein Buch, wie viele Teile der Reihe ich gelesen habe und wie viele Sterne sie von mir bekommen haben. Und das war's. Also, die erste Reihe ist Lions von G.A. Aiken. Und in dieser Reihe habe ich die ersten drei Teile gelesen. Der erste hatte von mir 5 Sterne bekommen, der zweite, glaube ich, 4 und der dritte wieder 5. Und ja, mir fehlen da noch ein paar. Dann geht's weiter mit Weil ich Laken liebe von Colleen Hoover. Und dort habe ich bis jetzt nur Weil ich Laken liebe gelesen. Das hat von mir 4 Sterne bekommen und ich und Tatjana wollen dann den zweiten Band, Weil ich Will liebe, zusammenlesen. Dann geht's weiter mit Harry Potter. Dort habe ich die ersten 6 Bände gelesen. Und der erste Band hat von mir 5 Sterne bekommen. Der zweite hat von mir, ich glaube, 4 oder 5 Sterne bekommen. Der dritte hat von mir, ich glaube, auch wieder 4 oder 5 Sterne bekommen. Der vierte hat definitiv von mir 5 Sterne bekommen, weil ich da das erste Mal die Hörbücher gehört habe, anstatt die Bücher zu lesen. Den fünften habe ich auch als Hörbuch gehört. Der hat von mir 3 Sterne bekommen, weil der nicht so gut war. Und der sechste war wieder grandios, habe ich auch als Hörbuch gehört. Und das hat ja wieder 5 Sterne von mir bekommen. Und die, ich glaube, letzten drei Teile habe ich mit Sophie zusammen gelesen. Und ihr Kanal ist natürlich auch in der Infobox verlinkt. Genauso wie der Kanal von Nafi, denn mit ihr habe ich den dritten Band zusammen gelesen und deswegen ja, findet ihr sie auch in der Infobox. Dann geht's weiter mit den Medici-Chroniken von Rainer M. Schröder. Und da habe ich bis jetzt den ersten Band gelesen. Da habe ich auch eine Rezension zugedreht, die findet ihr auch in der Infobox. Und ja, anfangs war es echt schlecht, dann wurde es besser, hat 3 Sterne von mir bekommen, aber ich glaube nicht, dass ich die Reihe weiterlesen möchte. Danach geht's weiter mit Forbidden Dreams von Bailey Minks. Dieses Buch habe ich auch gelesen. Und habe dazu auch eine Rezension gedreht, die findet ihr auch in der Infobox. Und dieses Buch hat von mir 5 Sterne bekommen. Und da habe ich nur die ersten 2 Kurzgeschichten gelesen, die in diesem Band hier zusammen sind. Aber es gibt noch eine dritte Kurzgeschichte dazu und die müsste ich noch lesen. Dann geht's weiter mit Kuss des Tigers von Colleen Hoog. Da habe ich die ersten 2 Bände gelesen. Der erste Band hat von mir 5 Sterne bekommen und der zweite 2 Sterne, weil der echt richtig, richtig schlecht war und ich mich mit der Protagonistin überhaupt nicht mehr verstanden habe. Ich werde die Reihe auch definitiv weiterlesen, aber da brauche ich auf jeden Fall jemanden, der es mit mir liest, weil ich das sonst nicht schaffen werde. Dann geht's weiter mit der Dragon-Reihe von G.A. Aiken. Da habe ich die ersten 2 Bände gelesen und habe sie geliebt, haben beide von mir 5 Sterne bekommen. Und ja, die Reihe ist auch richtig lang und ich freue mich auch schon drauf, dort weiterzulesen. Dann geht's weiter mit Die fünfte Welle von Rick Jensey, Jensey, wie auch immer. Auf jeden Fall ist das der erste Band, den ich bis jetzt gelesen habe, den ich auch hier zu Hause habe. Und der zweite und der dritte Teil fehlt mir noch. Und ja, ich freue mich wahnsinnig drauf. Dieser Band hat, obwohl ich ihn schon vorher als Film gesehen habe, trotzdem noch 4 Sterne bekommen. Dann geht's weiter mit Kleine Iris von David Grund, Die letzte Traumkarawane. Dazu habe ich auch eine Rezension gedreht. Die verlinke ich euch auch in der Infobox. Dieses Buch hat 3 Sterne von mir bekommen und ich fand es ganz okay. Dann geht's weiter mit Lockwood und Co. von Jonathan Stroud. Und da habe ich das Hörbuch gehört vom ersten Band. Und mittlerweile gibt es, glaube ich, 4 oder 5. Und ja, hat mir sehr gut gefallen. Ich glaube, ich habe dem ersten Band 4 Sterne gegeben oder 5 Sterne. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Dann geht's weiter mit Royal Passion. Ich habe den ersten Band von den ersten 3 Büchern gelesen und die Spin-off-Reihe will ich auch gar nicht anfangen. Genauso wie ich die Reihe nicht weiterlesen möchte. Also der erste Band hat von mir 2 Sterne bekommen und ja, nein, möchte ich auf keinen Fall weiterlesen. Ähnlich geht's mir bei Soul Seeker von Alison Noel. Dieses Buch hat, glaube ich, sogar noch 3 Sterne von mir bekommen, aber ja, es war einfach so schlecht, dass es wieder lustig war. Also die Autorin hat ja Situationen in dieses Buch reingebracht, wo ich mir dachte, okay, mit der Protagonistin stimmt irgendetwas nicht. Und ja, dieses Buch hat 3 Sterne von mir bekommen. War auf jeden Fall nicht so meins und will ich auf keinen Fall weiterlesen. Dann geht's weiter mit Sturz der Titanen von Ken Follett. Und ich habe den ersten Band als Hörbuch gehört. Fand ich super, super gut, hat 5 Sterne von mir bekommen. Den zweiten Band habe ich angefangen selbst zu lesen, habe die ersten 200 Seiten geschafft. Und jetzt bin ich auf das Hörbuch übergesprungen und als Hörbuch gefällt es mir wieder super, super gut. Und also mit dem Buch hatte ich so meine Probleme. Ich bin noch nicht durch, deswegen kann ich euch noch nicht sagen, wie meine Sternebewertung ja, dort ist. Aber ich bin gerade dabei, die Reihe weiterzulesen.
Dann geht's weiter mit Begin Again von Mona Kasten. Den zweiten Band habe ich auch schon hier und den ersten habe ich zusammen mit Nadja gelesen. Ihr Kanal ist auch in der Infobox verlinkt. Und ja, der erste Band hat mir gut gefallen. Der hat 4 Sterne von mir bekommen. Und ich freue mich schon auf den zweiten Band, weil der ja noch besser sein soll. Und ja, den werde ich auch wieder mit Nadja zusammen lesen. Dann geht's weiter mit Iskari, mein Dezember-Highlight. Und dazu gibt es auch eine Rezension, die verlinke ich euch auch in der Infobox. Hat 5 Sterne von mir bekommen und die nächsten Bände erscheinen erst dieses Jahr irgendwann am Ende. Und ich muss noch richtig lange auf den zweiten Teil warten. Aber gut, ja, muss ich aushalten. Dann geht's weiter mit Winter in Briar Creek von Olivia Miles. Das habe ich zusammen mit Nina von It All Started with Harry und mit Tanja gelesen. Und ja, ich fand es richtig schlecht. Hat 2 Sterne von mir bekommen. Und möchte ich auf keinen Fall weiterlesen. Ich komme einfach mit dem Schreibstil der Autorin nicht klar. Und deswegen. Dann geht's weiter mit Witch Hunter von Virginia Böcker. Dieses Buch hat, ich glaube, 3,5 Sterne von mir bekommen. Ich fand's gut. Es war spannend. Ich möchte weiterlesen. Das hier ist übrigens der zweite Band. Und den werde ich genauso wie den ersten mit Kim zusammen weiterlesen. Dann habe ich den ersten Band von Rock My Heart von Jamie Shaw gelesen. Und die anderen 2 Bände habe ich auch schon hier. Der erste Band hat mir sehr gut gefallen. Der hat 4,5 Sterne von mir bekommen. Und ja, ich freue mich schon auf die nächsten Bände. Und das letzte Buch oder beziehungsweise die letzte Reihe, die ich angefangen habe, ist Collins Schicksal von Lorelei. Dieses Buch hat, ich glaube, 4 Sterne von mir bekommen. Und ja, ich habe den zweiten Band auch schon gelesen. Der hat, glaube ich, auch 4 Sterne von mir bekommen. Und den dritten habe ich auch schon hier und den möchte ich auch ganz bald lesen. Und ja, das war die letzte Reihe, die ich im Jahr 2017 angefangen habe. Und ich habe sehr, sehr viele Reihen angefangen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da und schreibt mir auch in die Kommentare, ob ihr auch so viele Reihen angefangen habt oder nicht. Und ja, dann würde ich sagen, das war's von diesem Video.